Hast du dich schon mal gefragt, was alles möglich wäre, wenn du jede Nacht nutzen könntest, um produktiv zu sein? Wir Menschen verschlafen im Schnitt ca. 13.665.500 Minuten in unserem Leben. Was wäre aber, wenn Schlaf sich nicht mehr anfühlt wie verschwendete Zeit, sondern wie ein Geschenk, das nachzuholen, was wir über den Tag nicht geschafft haben? Genau das ist möglich und das ist kein Clickbait, kein Hokuspokus und keine falsche Versprechung von mir. Die Rede ist von einer Technik, die jetzt gerade in diesem Moment unter Hochdruck neurowissenschaftlich untersucht wird. Harvard, Stanford, weltweit bekannte Wissenschaftler und Unternehmer schwören darauf. Eine Technik, die das Potenzial hat, viele der Leben, die das Video jetzt gerade sehen, komplett zu verändern. Ich muss darüber einfach sprechen, denn mein Leben hat es auf jeden Fall verändert. Aber wie zur Hölle kann es wirklich sein, dass man den Körper in Schlaf versetzen kann, während der Geist aktiv ist und davon aber gar nichts bemerkt? Genau das werde ich dir später zeigen. Aber davor, was ist das Ganze eigentlich, von dem ich spreche? Die Methode besteht aus 5 Schritten, bei der ich dir verspreche, hat jede einzelne neurowissenschaftliche Grundlage. Und das Beste darin ist, es lässt sich komplett easy kopieren. Ich habe dafür den einfachsten Weg gefunden und wenn du das so anwendest wie ich, dann kann es sein, dass du sehr, sehr schnell Erfolge siehst. Das Ziel dieser gesamten Technik ist eine Interaktion von unserem Unterbewusstsein mit unserem Bewusstsein, während wir schlafen. In ganz einfachen Worten, sobald du in der Lage bist, dir im Traum bewusst zu werden, dass du gerade träumst, dann hast du die Technik geknackt. Viele kennen es als luzides Träumen. Wir benutzen aber nur die Grundlagen davon. Diese Grundlagen stammen alle aus diesem Buch hier. Wir nehmen uns die ganze Technik heraus und packen die nochmal auf Steroide. Dadurch können wir sie für uns und für unser Studium nutzen. Falls du dich übrigens gerade fragst, wer der Typ hier ist, ich beschäftige mich hier mit Neuroscience und trete dazu übrigens auch deutschlandweit auf Bühnen auf und habe so inzwischen 400.000 Follower plattformübergreifend aufgebaut. Als ich mit meinem Studium begann, hatte ich keinen blassen Schimmer von irgendwelchen Methoden. Ich habe noch versucht, auswendig zu lernen, indem ich mir einfach Vokabeln vorgesprochen habe und musste jeden Tag kämpfen, mit meinen To-Dos klarzukommen. Hätte ich damals schon gewusst, dass ich einfach Teile meines Lernplans in den Schlaf verschieben kann, hätte ich mir unfassbar viel Leid gespart. Das ist wirklich ärgerlich im Nachhinein. Ich weiß aber noch heute, als ich in einer Zeitschrift vom Traumwandern las. Mich hat das Ganze interessiert und zack, bin ich eingetaucht in das Thema. Das Ergebnis? Es hat überhaupt nicht funktioniert. Und heute weiß ich ganz genau wieso. Ich habe einfach die falschen Techniken verwendet und dabei hätte es so einfach sein können. Naja, nachdem ich dann dachte, das ist alles nur Bullshit, habe ich es dann für ein Jahr sein lassen. Irgendwann jedoch entdeckte ich unfassbar faszinierende Studien aus der Stanford University. Forscher dort zeigten, dass luzide Träumer während ihres Schlafs mit den Forschern kommunizieren konnten, indem sie ihre Augen von links nach rechts bewegt haben. Diese Augensignale konnten von Elektroden unter den Augenlidern gemessen werden. Diese Forschung hat nicht nur bewiesen, dass luzide Träume wirklich real sind, sondern auch, dass die Personen, die gerade im Traum sind, ihre Augensignale währenddessen nutzen können. Und genau das hat den Moment markiert, an dem der luzide Traum begonnen hat und an dem er geendet hat. Die Forscher haben erkannt, dass das, was wir im luziden Traum erleben, ähnliche Zustände und Effekte aufweist im Gehirn, wie wenn wir wach wären. Von diesem Tag an habe ich jeden Artikel der Welt durchgeforstet, um mehr Wissen darüber anzusammeln. Über die letzten Jahre hat sich aus diesem spaßigen Zeitvertreib eine laserscharfe Waffe gegen Prüfungen entwickelt. Ich habe diese Technik so perfektioniert, dass ich sie nahezu jeden Tag anwende und mir dadurch Stunden Zeit spare. Ich nenne sie, unglaublich kreativ, die Schlafhack-Methode. Bevor wir jetzt zu den Schritten kommen, musst du erstmal ganz kurz verstehen, wie Träume im Gehirn überhaupt funktionieren. Das ist nämlich auch unfassbar spannend und relativ easy. Unser Schlafzyklus besteht aus verschiedenen Phasen, den Non-REM-Phasen und den REM-Phasen. Der REM-Schlaf, der etwa 90 Minuten nach dem Einschlafen beginnt und sich dann in der Nacht immer wiederholt, ist die Phase, in der die meisten Träume entstehen. Während dieser Phase bewegen sich unsere Augen hin und her und unser Gehirn ist fast so aktiv wie im Wachzustand. Das Ganze kann man super gut in 4 Hirnarealen sehen. Einmal im PONS, hier wird auch reguliert, dass unsere Muskeln nicht überspielen und wir unsere Träume nicht tatsächlich ausleben. Dann im Thalamus, der sorgt dafür, dass wir das Ganze visuell und wirklich lebhaft sehen. Dann im limbischen System, was für Emotionen sorgt. Und dann der präfrontale Kortex, der aber genau der Knackpunkt ist, denn der wird gehemmt, damit wir nicht so viel logische Prozesse in unserem Gehirn haben, während wir träumen. Deswegen sind so Träume oft auch so verwirrt. Die Neurotransmitter Noradrenalin und Serotonin sinken, während Acetylcholin ansteigt. Dadurch werden die Träume einfacher eingeleitet. Thetawellen fangen an, unser Gehirn zu dominieren. Da du jetzt verstanden hast, wie Träume funktionieren, kommen wir endlich zu dem Teil, auf den du die ganze Zeit gewartet hast. Die 5 Schritte zu deiner ersten Schlaf-Lern-Session. Die Methode basiert genau auf der Phase, in der die normalen Träume stattfinden.
Varianten, dem REM-Schlaf. Genau hier kann unser Gehirn genutzt werden, um zu lernen und um Probleme zu lösen. Das menschliche Gehirn ist in der Lage, sogenannte Metakognition zu nutzen. Das heißt, es kann darüber nachdenken, wie es gerade denkt. Das zeigt sich zu mega viel Aktivität in diesem Bereich, dem präfrontalen Kortex. Kommen wir zu Schritt 1, die Vorbereitung bis zu deinem ersten Schlaf-Lerntraum. Es geht dabei um das hier. Ein Traumtagebuch. Die Methode ist wirklich unglaublich mächtig. Wenn du so ein Traumtagebuch führst, dann verbessert das deine Fähigkeit, dich an den Traum zu erinnern. Und das ist key, um luzides Träumen wirklich zu meistern. Indem du deine Träume nämlich immer aufschreibst, signalisierst du deinem Gehirn, dass die wichtig sind. Das heißt, wie das funktioniert? Morgens, direkt nach dem Schlaf, nimmst du erstmal dein Traumtagebuch und schreibst auf, was du in der Nacht erlebt hast. Auch wenn du dich anfangs nur an Bruchstücke erinnerst, das ist ganz egal, man wird besser mit der Zeit. Und wenn das zur täglichen Gewohnheit wird, dann fällt es dir leichter, diese Traumzustände wirklich bewusst zu erleben. Zwei Tipps von mir: Verwende immer das gleiche Buch und den gleichen Stift, das ist leichter für dein Gehirn, diese Gewohnheit zu entwickeln. Und zweitens, lies regelmäßig wieder diese Einträge, die du gemacht hast, um ja mehr in diesen Modus, in dieses Gefühl reinzukommen. Am besten vorm Einschlafen. Hast du das eingeführt, kommen wir zum nächsten mächtigen Step, den Reality Checks. Reality Checks sind deswegen so effektiv, weil sie dir helfen, die Situation zu bewerten aus einem anderen Blickwinkel. Du kannst aus dir selbst herauszoomen und täglich einen Reality-Check durchführen. Es geht quasi darum, im Alltag zu hinterfragen, ob du gerade wach bist oder am Träumen. Genau das ist nämlich Übungssache und das hilft dir, im luziden Traum dann auch diesen Check durchzuführen. Am besten klappt es, wenn du spezifische Zeiten auswählst, um diese Reality-Checks zu machen, also bestimmte Trigger oder ja, bestimmte Uhrzeiten. Was mir immer geholfen hat, ist der sogenannte Handcheck. Das heißt, du schaust deine Hände an und zählst die Finger, weil im Traum ist das meiste ein bisschen verzerrt. Oder auch der Nasencheck, also du hältst dir deine Nase zu und versuchst zu atmen. Im Traum funktioniert es dann doch. Oder auch schau in den Spiegel rein. Im Traum ist dann meistens dieses Spiegelbild komplett verzerrt. Das Wichtige ist dabei, sei einfach überzeugt, dass es klappt, wenn du den Check machst. Bevor wir jetzt zu der meiner Meinung nach besten Methode kommen, am besten du machst dir so kleine Notizen auf deiner Handy-App. Dann kannst du das nämlich direkt heute Abend umsetzen. Schritt 3, die MILD-Technik. Mnemonic Induction of Lucid Dreams. Die MILD-Technik zielt ganz genau darauf ab, dass das immer wieder Wiederholen deines Ziels letztendlich dafür sorgt, dass du wirklich im Traum bewusst wirst. Vor dem Schlafen wiederholst du einfach nur den Satz: Ich werde mir im Traum bewusst werden, dass ich träume. Stell dir das lebhaft vor mit Visualisierung, wie es sich anfühlt, wie es aussieht, wenn du im Traum wach wirst. Fühl auch wirklich diese Emotion und diese Begeisterung, wenn du luzide wirst. Genau diesen Satz ganz konzentriert und ruhig wiederholen, bis du einschläfst. Wenn du das jede Nacht machst, entwickelt sich daraus eine Gewohnheit und ich verspreche es dir, es wird mit jedem Tag einfacher. Jetzt noch ein kleiner Add-on-Step, den du machen kannst, bevor wir zu den Dingen kommen, die du während dem Schlaf machen kannst, um wirklich lernen zu können. Nämlich wirkliche Visualisierung. Also bevor du schläfst, stell dir wirklich eine Szene, ein richtiges Szenario vor, das du im Traum bewusst steuerst und erlebst. In dem Fall jetzt, wie du im Traum lernst. Du wirst bemerken, die Wahrscheinlichkeit, dass du genau dieses Szenario in deinem Traum dann durchlebst, ist sehr, sehr hoch. Bei mir war es zumindest so. Genau diese Visualisierung kannst du super gut mit der MILD-Technik kombinieren. Jetzt kommt's, was wir tatsächlich während dem Schlaf machen können. Und um eins garantiert klarzustellen, du kannst deinen REM-Schlaf nicht kontrollieren. Es geht einfach nicht. Wir können nur mit den Methoden die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir im Traum erkennen, dass wir träumen. Wenn du bemerkst, du befindest dich im Traum und du merkst, du kannst ihn steuern, dann stell dir ganz bewusst eine Prüfungssituation vor. Stell dir alles vor, den Prüfer, den Prüfungssaal, welchen Stift du in der Hand hast, was du vor dir liegen hast, jedes einzelne Detail. Dann schlag die erste Seite auf und stell dir ganz genau vor, was du da vor dir hast. Was würde der Prüfer dich als erstes fragen? Was ist die wichtigste Frage für ihn? Wenn du dir diese Fragen vorstellst, versuch sie so genau wie möglich zu beantworten. Je genauer du bist, desto mehr zwingst du dich dazu, jedes einzelne Wort aus deinem Gedächtnis abzurufen. Was du auch machen kannst, ist das, was du lernen musst, bildlich vorzustellen. Ich zum Beispiel bin für mein Medizinstudium jeden Teil meines Körpers durchgegangen und habe mir vorgestellt, wie die Organe, wie die einzelnen Strukturen aussehen und was genau passiert, wenn Medikamente
Medikamente an der Stelle wirken. Was du auch machen kannst, das ist ein richtig effektiver Trick, wenn sonst nichts klappt, das ist die sogenannte Wake-Back-to-Bed-Methode. Die erhöht die Wahrscheinlichkeit, im Schlaf luzid zu werden, indem sie dich kurz aufweckt und dann wieder einschlafen lässt. Das Ganze funktioniert eigentlich relativ einfach mit einem Wecker. Stell dir einen Wecker, um nach ungefähr 5 Stunden aufzuwachen. Dann kannst du für ungefähr 20-30 Minuten wach bleiben. Genau diese Zeit nutzt du, um über luzides Träumen nachzudenken. Mach dann wieder die Augen zu und nutz wieder die MELD-Technik, um wieder luzid zu werden. Ich verbinde das dann meistens auch immer, dass ich mein Traumtagebuch lese. Das hilft mir irgendwie wieder in diesen Zustand zurückzukommen. Du kannst auch mit dieser Wachzeit experimentieren, je nachdem, was für dich am besten ist. Wichtig ist nur, dass du deinen Schlaf trotzdem priorisierst, weil am Ende bringt es uns nicht, wenn wir am nächsten Morgen müde sind. Was genau passiert jetzt in so einem luziden Traum und ist das für das Gehirn überhaupt sicher? Hier kommen wichtige Einordnungen zu allen Zweifeln und Mythen über die Schlaf-Lernhack-Methode. In einem Satz, für dein Gehirn gibt es in der Wahrnehmung keinen Unterschied zwischen einem normalen Traum und einem luziden Traum. Die Tatsache, dass du ihn aktiv steuerst, hat keine Auswirkung auf dich. Dadurch gibt es kein gefährlich oder bedenklich für dein Gehirn. Worauf wir schauen müssen, ist die sogenannte Sleep-Insomnia, also die Angst davor, falsch zu schlafen. Es gibt ein paar Hinweise darauf, dass Menschen, die durch den Versuch, immer wieder luzid zu träumen, eine Art Paranoia oder eine paranormale Beziehung zu Schlaf bekommen haben. Man fühlt sich also einfach nicht mehr wohl vor dem Einschlafen und auch nicht während dem Schlaf. Da musst du einfach für dich selbst entscheiden und genau selbst bewerten, ob dir das gut tut oder nicht. Ich muss auch sagen, ich habe das Ganze jetzt auch ein klein bisschen einfacher dargestellt, als es in der Realität wirklich funktioniert. Bei mir hat es gedauert, bis es richtig geklappt hat, aber wenn es dann halt klappt, dann hast du halt einfach zusätzliche Minuten in der Nacht, um zu lernen und das ist eigentlich echt unglaublich. Ein weiteres Bedenken ist die Frage, ob man dadurch im Schlaf weniger regeneriert. Und dazu auch ganz einfach, luzide Träume sind für dein Gehirn und für die Erholung nicht weniger anstrengend als normale Träume. Es gibt keine Studien, die beweisen, dass man weniger regeneriert oder weniger ausgeschlafen ist. Und genau das ist eigentlich das Coole daran. Wenn du den Kanal abonnierst, dann verpasst du keine weiteren Videos von mir und bleibst auf dem neuesten Stand der Wissenschaft zu deinem Gehirn. Hier kannst du weiterschauen, um über den wahren und genialen Effekt von Kreatin auf dein Gehirn zu lernen.